Schnell down. Ich weiß nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielen wir eigentlich? Minus 25. Ob das ein Fehler ist, das sehen wir später. Hier kommen, das kann man entweder gut verscheppern oder ich benutze es halt selber. Ah, der Typ da hatte keinen Bogen. Nö. Sieht auch nicht so aus, als würde ich da dann vernünftig rankommen. So, dann gucken wir mal, was uns in diesem Abteil erwartet. Wieder ein Knochenhaufen. Diesmal mit einer Axt. Bam! Wert 50 für 30 Gewicht. Also ja, eine einfache Entscheidung. Gleich mal gucken, was unsere Stufe sagt. 7 von 10, das heißt, wir sind sogar relativ nah an Level 5 dran. Sind Feinde in der Nähe? Dann gehe ich doch mal ein bisschen zurück, um zu rasten. Geht doch. Wird wahrscheinlich gleich noch ein nächster Knochenhaufen oder Geist auf mich warten. Ah ja, ein Knochenhaufen, war klar. Oh, da bin ich down. Das heißt ja eigentlich, dass er eine magische Waffe haben müsste, oder? Wenn ich down gehe. Nee. Liegt wohl einfach am Kampfsystem, was ich noch nicht so ganz verstanden habe. Aber es macht nichts. Oh, noch ein Geist. Und da ist jemand tot. Nicht, dass der Geist nicht auch tot wäre. Hey, ich habe eine magische Waffe. Ich müsste dich doch treffen. Geht doch. Ektoplasma. Na. Brauchen wir nicht. Wir sind ja kein Alchemie-Fuzzi. Was haben wir hier? Wert 7. Hat zwar nur 1,5 Gewicht, aber... Na komm. Ganz ehrlich, den Dolch kannst du eigentlich behalten. Was habe ich hier? Das ist alles nicht so berauschend. Du scheinst etwas... Wow. Streitaxt und ein Schild. Ich würde mir gerne nochmal das Schild angucken. Mann! Wenn ich hier raufkommen würde, was hat denn das... 1, 11... 11, 6, 2, da bin ich wohl noch besser. Naja. Turmschild, Rüstungswert 17. Ja, wäre noch besser. Also ganz schön viel, viel, viel wert. So viel habe ich aber jetzt nicht mehr unbedingt frei. Das Buch könnte noch weg. Ja gut, und die ganzen Anweisungen, die wiegen eigentlich nichts. Ich habe jetzt noch 9 frei. Und das reicht nicht. Müsste ich mal gucken. Wo ist denn das Schild? Da. 250 und... Das andere wiegt alles weniger und ist mehr wert, also... Scheiß auf das Schild. Muss es halt hier bleiben. Ich hätte es zwar mitnehmen können, wenn ich vorher mal verkaufen gewesen wäre, aber... Naja, so ist das halt. Dann dürften wir diesen Teil des Grabes eigentlich auch abgedeckt haben. Das heißt, wir gehen auf zur nächsten Tür. Zur zweiten Tür von 3. Wo dieser laute Wasserfall ist. Na gut, Wasserfälle sind in echt aber auch relativ laut. Deswegen passt das schon. So, dann gehen wir doch mal ins Kefka-Grab. What the fuck? Was greift mich denn hier an? Fuck, und was macht so viel Schaden? Ich würde mich gerne wieder bewegen können. Ganz schlecht. Alter. Was ist hier gerade passiert? Gut, laden wir mal den Autosave. Irgendwas hat mich gerade übelst zerruppt.
Aber auf ganz böse Art und Weise. Wo sind wir hier? Sind wir noch hier? Ne, warte mal, das war doch richtig hier, oder? Ich kann mich gerade gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, aber ich glaube, das war das, wo wir eben waren, oder? Ja. Oh oh, oh oh. Alter. Wie mies. Puh, das war knapp. Ah! So ein Assi! Ja, herzlich willkommen, Velkorn, in meinem Video. Hätte nicht gedacht, dass er sich mal so dreist trollmäßig hier reinschleicht. Oh, und Dietrich ist immer gut. Ist das hier? Sande ist auch gut. Aber nun gut, dann hat er es halt getan. Ich grüße ihn an dieser Stelle. Der liebe Herr Velkorn. Oder wie ich auch als natürlich sehr guter, vertrauter Freund sagen darf, Carsten, ja. Ja. Da hat er sich einfach mal reingemogelt. Und ich bin hier im Wasser. Ich möchte hier raus aus dem Wasser. Und ich habe irgendwie anscheinend gerade Probleme hier aus dem Scheiß... Okay, doch. Wasser rauszukommen. Aber genau, das wollte ich erstmal erledigen. Ich habe ja doch ordentlich auf den Sack bekommen. Nun gut. Versuchen wir es nochmal. Sieht mein Inventar aus? Ja, alles noch wie vorher. Also haben wir nicht wirklich viel verpasst. Endlich mal ein Autosave, was auch an der richtigen Stelle war. Aber bevor ich hier reingehe, werde ich natürlich erst einmal speichern. Ja, sicher. Zack. Weiß nicht, ob ich das schon gebracht habe. Kefka nicht zu wechseln mit Kafka. Ein Autor. Fuck, was greift mich an? Hier ist nix. Oder war es eine Falle? Ach, da oben. Aha, komme ich da überhaupt hoch? Oder kommst du runter? Jetzt habe ich wieder aus dem Spiel geklickt, was natürlich gar nicht vorteilhaft ist für die Aufnahme. Und auch für das Spiel an sich, denn... Boah, da habe ich übelst auf den Sack bekommen. Sieht halt so, wenn ich nach links oben gehe, dann lande ich immer irgendwie außerhalb des Spiels. Und wenn ich dann klicke, ist vorbei. Aber ich glaube, ich schaff's. Ganz ehrlich. Laden das jetzt mal. Dieses kleine Assi-Skelett, was sich da oben feige versteckt, ja. Anstatt irgendwie männlich in den Nahkampf zu schreiten. Gut. Dann nehmen wir den Kampf halt auf. Was haben wir denn so für Pfeile? Schaft, Funkenpfeil, Funkenpfeil, Spielerpfeil, grausamer Funkenpfeil. Wiegt mehr als alle anderen Pfeile, muss also dementsprechend besser sein. Gut. Dann versuchen wir es jetzt mal. Ach du Scheiße. Im Sniper-Duell scheint er auf jeden Fall besser zu sein. Wäre das jetzt irgendein anderes Spiel, so wie Counter-Strike oder so, wäre das auch kein Problem. Aber da bin ich auch schon tot. Ja. Möchte ich laden. Was für ein Assi-Skelett. Da bleibt uns wohl nichts anderes, als die Flucht zu ergreifen. Schnell weg hier. Oh, da trifft er trotzdem noch. So. Haha, er ist runtergekommen. Die Taktik geht auf. Ah, kriegst auf die Mütze, du Arschloch. Du hast mich hier zwei oder dreimal in den Tod geschickt, obwohl du selber nicht so ein Lebender bist. Wenn ich jetzt gut gewesen wäre, hätte ich daraus übelst den Rap gebracht, aber naja. Uff. Uff, 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 uff. Okay, die Pfeile wiegen mir insgesamt zu viel. Weg damit.
rasten. Man kann nie genug rasten, ja? Man sagt ja zwar, also es gibt ein Sprichwort, wer rastet, der rostet, aber ich finde in Morrowind ist das gar nicht mal so schlimm. Gibt's hier was Besonderes? Shit! Das ist verdammt besonders. Rüstungswert 40, was sagt meiner? Oh ja! Und dann auch noch, oh, wie viel wert der ist. Und Zustand 1200 von 1200. Das ist doch mal nice. 165, da sind die mehr wert. Und zwar um einiges. Dann werde ich die noch einfach mal wegbouncen. Nice. Gut, dass ich hier in diese kleine Wassergrube geguckt habe. Dadurch habe ich eigentlich mal einen richtig krassen neuen Brustharnisch bekommen, ja. Nicht schlecht. Also wenn noch mehr Equipment auf mich wartet, ich bin bereit. Ich habe doch schon wieder jemanden laufen hören. Ah ja. Nur ein Skelett, kein Geist. Oh, noch zwei, drei Skelette. Oh, bekomme ich auf den Sack. Shit. Immer noch Heiltränke. Genesungstrank. Lebenstrank kann auch mal gleich verwendet werden. Hier, die haben doch bestimmt auch wieder Blitze am Start. Komm. Lass uns hier kämpfen, Bitch. Nee, der Bogenschütze kann eigentlich wegbleiben. Hey, warte mal, wenn die da stuck sind, kann ich doch sicherlich... Au. Na komm schon. Also treffen müsste ich ihn ja eigentlich schon. Wieso kann ich ihn hier nicht zurück? Okay, ich wechsle lieber wieder auf meine Axt. Komm schon. Fuck. Ja. Dann wollen wir das mal laden. Zum Glück hatte ich ja, gerade nachdem ich die Rüstung aufgenommen habe, gespeichert. Drei Skelette sind dann vielleicht doch ein bisschen krass. Und dann hätte ich die Schwierigkeit vielleicht doch nicht erhöhen sollen. Vielleicht kann ich sie ja einzeln pullen, dass ich zumindest den Nahkämpfer einzeln dran bekomme. Oder halt den Fernkämpfer. Auf jeden Fall einzeln ist mir lieber als Gruppe. Na, kommst du? Komm her. Komm noch ein bisschen näher. Komm, Fernkampf ist doch was für Pussys, oder? Na gut, da kämpfen sollte auch reichen. Fuck! Nein, nein, nein. Böser Knochenhaufen! Du bist verdammt nochmal bescheuert! Fuck. Gut, wenn ich ihn treffen würde... Komm. Boah, bin ich wieder... Ah. Komm her. Ja. Ein mächtiger Schlagabtausch hier. Ich hoffe mal, dass ich ihn gewinne. Jawohl, geht doch. Wenn man das... Oha. Wiegt auch wieder so viel. Wenn man das gefickt einschädelt... in gewisser Weise auch Wortspiel, weil das sind ja alle Skelette und Schädel. Dann schafft man das auch vernünftig.